Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen, naja, bei den Witcher Specials. Keine Ahnung, kann man das so nennen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir die Geschichte von Witcher 3 ja durchgespielt. Wir haben viele, viele, viele der Nebenmissionen mitgenommen. Wir haben versucht, so viel wie möglich mitzunehmen. Es fehlen noch einige Fragezeichen und sonstiges. Das wollten wir anderweitig erfassen. Aber jetzt hatten wir vor. Jetzt wollten wir eigentlich, bevor wir mit dem DLC weitermachen, was auch noch kommen wird, habe ich ja versprochen, weil wir nicht immer wussten, wie lösen wir das jetzt, lalala. Deswegen wird jetzt 1 bis 2 bis 10, je nachdem wie lange es dauert und wie lang die Sachen werden und so, ein paar Lesefolgen kommen. Das heißt, wir haben im Inventar, ich kann ja gerade mal reinsehen, Moment, zack. Schade, dass das Prasseln des Feuers nicht im Hintergrund mit anbleibt. Wir haben hier Bücher. Und wir haben hier Unmengen an Notizen, an Briefen, an Aufträgen, an lalala, noch nicht gelesen. Und da habe ich versprochen, weil wir eigentlich im Let's Play das alles noch lesen wollten, haben wir aber nach einer Zeit nicht mehr so gemacht, weiß ich nicht warum, weil wir irgendwie nicht mehr dazu gekommen sind oder sonst was. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall habe ich versprochen, dass es nach dem Let's Play, nach der Geschichte selbst, ja, dass dann Bonusfolgen kommen werden, bei denen ich diese Bücher alle vorlese. Und das wird jetzt passieren. Ich werde anfangen, alles das zu verlesen, was wir noch nicht gelesen haben. Ob ihr, da müsst ihr mal einschreiten, wenn ihr sagt, euch reicht das, dass ich nur die Sachen lese, die ich noch nicht gelesen habe, weil die anderen Sachen haben wir wahrscheinlich irgendwo im Let's Play hin und wieder mal gelesen. Wenn ihr sagt, das reicht euch so, ist das gut. Wenn ihr aber sagt, ihr wollt selbst die Sachen, die schon gelesen sind, nochmal hören, einfach damit man es alles in einem Packen hat quasi, sagt Bescheid. Ne? Deswegen sage ich das jetzt vorab, quasi im Prolog dieser Bonus-Serie, weil ich denke, das wird ein bisschen was länger dauern. Wir werden es einfach mal sehen. Ich habe mich jetzt ein bisschen vorgedrückt. Ich hatte auch lange Zeit Probleme mit meinem Hals. Das heißt, viel lesen und viel laut vorlesen und so, das ist sowieso nicht. Ja, vorab. Ich bin nicht der beste Leser, nicht der beste Vorleser. Privat lese ich im Moment selten, was mir ein bisschen wehtut. Ich müsste mehr lesen, aber deswegen, wenn mir hier und da mal ein Satz misslingt oder sonst was, seid einfach bitte nicht böse. Nimmt so hin, wie es ist und gut. Okay, ich glaube, das reicht eigentlich auch als Vorwort. Und ich würde sagen, wir nehmen uns das erste Schriftstück vor von oben. Bruder, wo bist du? Mein Bruder Bastian ist gegen die Schwarzen gezogen. Ich habe Anlass zur Annahme, dass er an der großen Schlacht in der Nähe teilgenommen hat. Bis heute ist er nicht zurückgekehrt. Wie so viele, wie man berechtigt sagen mag. Doch wenn er gefallen ist, was ich befürchte, dann will ich ihn wenigstens begraben, wie es schon unsere Vorfahren getan haben. An der Seite unserer Eltern, anstatt ihn den Leichenfressern auf dem Schlachtfeld zu überlassen. Ich suche also einen Tapferen, der das Schwert zu führen weiß und bereit ist, mit mir auf die Suche nach Bastian zu gehen. Viel kann ich nicht zahlen, da ich nicht viel habe, doch mit Dank werde ich nicht geizen. Wer mir helfen will, suche die zerstörte Hütte an der Straße nach Weißgarten auf, nahe der Brücke. Dort habe ich mein Lager aufgeschlagen. Dun Wildenwert. Auftrag: Teufel beim Brunnen. Gute Leute, ich weiß, es ist Krieg und ihr habt alle schon genug Ärger, aber vielleicht kann jemand einem Vater in Not helfen. Ihr kennt doch sicher den Brunnen im verlassenen Dorf und den Teufel, der ihn so eifersüchtig bewacht. Wenn nicht, kommt zu mir und dann erzähle ich euch alles. Wer dieses Monster vom Brunnen vertreibt, soll ein pralles Goldsäckel erhalten, aber beeilt euch, es ist dringend. Odolan. Vermisst. Mikkel. Mein Bruder Mikkel wird vermisst. Wer ihn findet oder mir wenigstens sagen kann, was ihm zugestoßen ist, soll großzügig belohnt werden. Auch beim Baron werde ich ein gutes Wort für denjenigen einlegen. Ich bin in der Taverne am Scheideweg zu finden. Bruno. Quint. Neue Spieler gesucht.
Die Gauner, eine Gewinnspielergemeinschaft in Krefeld, sucht neue Mitglieder und Gegner. Erfahrung erwünscht, doch auch Neulinge sind willkommen, denen bringen wir alles bei. Was sie in den Übungspartien an Geld verlieren, kriegen sie allerdings nicht wieder. Welche weitere Informationen gibt es beim Vorsitzenden Philipp Strenger, bekannt als blutiger Baron? Auftrag Kreischling. Wen es interessiert, hiermit sei kundgetan, dass der, der den Kreischling erlegt, das Monster, das sich bei Krefeld eingenistet hat und Mensch und Vieh tötet, eine stattliche Belohnung erhält. Achtung, diese grässlich gefährliche Kreatur erfordert einen ausgebildeten Kämpfer, nicht nur einen Haufen Bauern mit Mistforken. Schät von Krefeld. Auftrag Hanna aus den Wäldern. Hört, hört! Irgendeine Teufelsbrut treibt ihr Unwesen in unseren Feldern. Ein Geist oder Phantom ist es nicht. Und der alte Willi schwört beim Grab seiner Mutter, dass es sich um Hanna aus den Wäldern handelt. Ob das stimmt oder nicht, geht nicht alleine in die Felder und nehmt eure Sense oder Forke mit. Wer den Mumm hat, die Bestie anzutreiben, soll eine Belohnung bekommen. Bolko, Ältester vom Mittelhain. Auftrag, vermisste Soldaten. Es sei hiermit kundgetan, dass die kaiserliche Armee jemanden sucht, der sich im Gebiet auskennt, einen Jäger oder Kundschafter, und der uns hilft, eine vermisste Patrouille aufzuspüren. Es ist möglich, dass die Soldaten einem Monster zum Opfer gefallen sind. Trifft dies zu, erhält derjenige, der den Kopf des Monsters sowie zusätzliche Informationen über den Vorfall liefert, eine Belohnung vom Unterzeichnenden. Ehre dem Kaiser. Mila Noran, Kommandant der im Erzdorf stationierten Division. Auftrag. Wenn ich es bloß wüsste. Gute Leute. Im Wald fand ich neulich seltsame Spuren, auf die ich mir keinen Reim machen konnte. Obwohl ich schon seit so vielen Jahren Jäger bin. Ihr kennt mich, ich mache nicht leicht Geschrei, aber dies verspricht Ärger. Und wir sollten uns alle in Acht nehmen. Wer etwas beobachtet oder glaubt, die Spuren identifizieren zu können, komme zu mir. Jäger von Lindenthal. Auftrag: Monster auf dem Friedhof. Leute aus Lindenthal und Umgebung, wer euch einen Gang über den Friedhof vorschwebt, dann vergesst das sofort. Dort haust etwas Böses, das Gräber aufwühlt und sonstigen Schaden anrichtet. In der letzten Zeit sogar die Leute anfällt, die den Friedhof betreten, sogar den Jungen des Müllers entführt hat. Wer einen Grabverstand hat, bleibt dort weg, und wer den Mut und das Können hat, das Monster zu erledigen, soll seine Mühen belohnt bekommen. Achtung, Trolle. Achtung! Es wurde ein Troll östlich von Oxford gesichtet und gehört am linken Ufer des Pontars. Besagter Troll soll redanische Marschlieder singen. Vermutlich handelt es sich hierbei um ein nilfgaardisches Ablenkungsmanöver. Es wird empfohlen, dieses Gebiet zu meiden, bis sich die entsprechende Abteilung der Streitkräfte seiner Majestät des Problems angenommen hat. Es soll jedoch zu einem Zusammentreffen mit einem Troll kommen, wird empfohlen, sich regungslos zu verhalten, möglichst dicht über den Boden zu kauern und den Kopf mit beiden Armen zu schützen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Bestie dann nicht angreift, da sich das Opfer möglicherweise mit einem Stein verwechselt. Bertolomeo, Hauptmann der Garnison. Auftrag Monster in Oxford. Auf Befehl unseres höchst edelmütigen Herrschers König Radovid V. ist jeder fahrende Monsterschlechter, der diese Nachricht liest, gehalten und verpflichtet, alle anstehenden Aufträge auszusetzen und sich unverzüglich der Jagd auf das hier erwähnte Monster zu widmen. Die fragliche Bestie hat die Wege des menschlichen Intellekts besudelt, die Stadt, auf deren Territorium sich die älteste aller Akademien befindet, Ochsenfurt. Wer seinen schändlichen Treiben ein Ende macht, wird mit einer vollen Großzügigkeit des Königs belohnt. Kommandant des Stadtregiments Ochsenfurt. Auftrag: Bestie im Wald von Oxford.
Wer Arbeit sucht und keine Furcht kennt, der lese diese Nachricht, denn sie wird für ihn von Interesse sein. Hans von Sidaris, Glücksritter und Veteran zahlreicher Kriege, gibt hiermit Folgendes bekannt. Aus Sorge um die ansässigen Bauerschaft, die schrecklich unter den Angriffen des Monsters leidet, welches offenbar im Wald bei Oxford haust, habe ich beschlossen, demjenigen eine Börse voller Nilfgaarder Kronen zu geben, der die Bestie erschlägt. Wer aber ohne Trophäe zu mir kommt, der soll kein Gold erhalten, sondern einen Tritt, der ihn seinen Lebtag nicht mehr schmerzfrei wird sitzen lassen. Hans von Sidaris, weltberühmter Glücksritter, Veteran zahlreicher Kriege, Ehrenmitglied des Ordens der Lilie. Achtung! Schindler treibt sein Unwesen. Achtung Leute! Fallt nicht auf die Phrasen und falschen Prophezeiungen des sogenannten Wahrsagers in Benkelheim herein. Dieser Mann nennt sich selbst Wissender, ist aber im Weissagen der Zukunft genauso gut wie ein zahnloses Dorfweib, denn er ist nur darauf aus, die Leichtgläubigen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Lasst euch von ihm nicht über den Tisch ziehen, das wird ihn nur ermutigen. Philippe Canalia, Student im 5. Jahr an der Fakultät für Medizin und Kräuterkunde an der Akademie von Oxford. Quint, spiel gegen mich, Stefan. Hast du schon alle Quint-Spieler besiegt? Glaubst du, dass du bereit bist für die Besten der Besten? Dann tritt gegen Stefan an. Der ist so gut, dass es scheint, als würden sich die Karten sich von selbst spielen. Weitere Informationen an der Alchemie-Taverne in Ochsenfurt. Stefan Wirth. Auftrag: Monster aus dem Sumpf. Wer des Lebens kundig ist, der lese dies hier gründlich durch, auf dass es im ganzen Dorf und weit und breit bekannt werde. Im Sumpf, wo wir Torf stechen, haust eine Bestie, die Menschen frisst und einen tödlichen Nebel absondert. Wer ein Schwert zu führen weiß und sich etwas verdienen möchte, soll wissen, dass ich für den Kopf der Bestie gut bezahle. Alle anderen sollen sich von dem verfluchten Sumpf fernhalten, wenn ihnen ihr Leben lieb ist. Sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Leslav. Hexer gesucht. Hexer gesucht, der die Monster, die sich der Gegend herumtreiben, aufspürt und vernichtet. Während der Zeit, die dieser Ausführung des Auftrags notwendig ist, erhält besagter Hexer Unterkunft und Verpflegung in der Hütte des Dorfältesten. Kosten werden in der Endbezahlung anbezogen. Nachricht vom Dorfältesten von Lindenthal. Auftrag: Bestie von Ehrendorf. Gute Leute, bei unserem schönen Ehrendorf treibt sich ein gefährlicher Spuk, eine Bestie oder ein Teufel sein Unwesen und stiftet Verdruss. Den Tapferen, der es wagt, den Unhold zu erschlagen, ist nicht nur unsere tiefste Dankbarkeit, sondern auch eine ordentliche Belohnung gewiss. Wer mehr erfahren möchte, suche uns auf. Frag nach Sobemir, dem Ältesten. Auftrag: Spukhaus. Ich suche einen Hexer von untadeligem Ruf, vorzugsweise mit dokumentierter Erfolgsgeschichte und schriftlichen Referenzen, der die Aufgabe übernimmt, die Ländereien der Residenz vor der Stadt durchkämmen, welche kürzlich vom unterzeichnenden Graf Kurt Dysart eingenommen wurde, um die Kreatur zu vertreiben oder zu töten, die dort ihr Unwesen treibt. Es wird eine ansehnliche Belohnung garantiert. Es gibt sich die Ehre, Kurt Dysart, Graf von Gnadenkönigsvoltest, vorübergehende Residenz im Eisvogel. Auftrag: Monster in Ochsenfurt. Auf Befehl unseres höchst edelmütigen Herrschers König Radovid der V. ist jeder fahrende Monsterschlechter, der diese Nachricht liest, gehalten und verpflichtet, alle anstehenden Aufträge auszusetzen und sich unverzüglich der Jagd auf das erwähnte Monster zu widmen. Die fragliche Bestie hat die Wiege der menschlichen Intelligenz besudelt, die Stadt, auf deren Territorium sich die älteste aller der Akademien befindet, Ochsenfurt.
Wer seinen schändlichen Treiben ein Ende macht, wird mit einer vollen Großzügigkeit des Königs belohnt. Hatten wir schon. Schade. Gewinnt Turnier mit hohen Einsätzen. Gewinnt, Freunde! Graf Tybalt lädt als stolzer Gastgeber zu einem Gewinnturnier mit hohen Einsätzen in die Passivflora ein. Es winken nicht nur herausfordernde Partien gegen die Besten der besten Spieler, sondern auch vortreffliche Siegesprämien. Die Teilnahme ist Damen und Herren vorbehalten, die entsprechende Gebühr aufbringen können. Zudem ist ein überdurchschnittliches Blatt erforderlich, das bei der Anmeldung überprüft wird. Bis bald in der Passiflora. Auftrag: Monster in den Scherben. Per Erlass Nummer 1408 DZ 185 des Stadtrats erhält derjenige eine Belohnung, der das Monster tötet, welches die Einwohner der Scherben nach Einbruch der Dunkelheit terrorisiert und tötet. Der einzig akzeptable Beweis für den Vollzug dieser Tat ist eine Trophäe vom Monsterkadaver. Ja, dies bedeutet, die Zeugenschaft von Müttern, Vettern, Tanten nicht ausreicht, auch der Eid irgendeiner anderen Person ungeachtet des behaupteten Verhältnisses zwischen euch zum Hierarchen oder irgendwem sonst, außerdem ungeachtet der behaupteten Vertrauenswürdigkeit, die jedermann in eurer Lieblingstaverne bezeugen kann. Weitere Informationen und auch die Belohnung gibt es beim Distriktinspektor der Scherben Lund, Bevollmächtiger des Stadtrats, Distriktinspektor der Scherben. Bild eines Ofens. Ein Bildnis eines Backofens. Auftrag der Tempelwache der freien Stadt Novigrad. Mit Getreue der Flamme. In den vergangenen Tagen sind einige Offiziere der Tempelwache auf grausame Art zu Tode gebracht worden. Es wurde umgehend mit einer Nachforschung zur Aufklärung des Verbrechens begonnen. Und der Täter wird alsbald den eisernen Griff der Justiz am Halse spüren. Wer der Wache helfen kann, den oder die Mörder zu stellen und zu bestrafen, soll sich sofort beim nächsten Wachposten melden. Es ist eine Belohnung vorgesehen. Ebenso sei hiermit kundgetan, dass jeder, der diesen Banditen hilft oder Hinweise im Zusammenhang mit diesen Verbrechen verschweigt, mit Folter, Einkerkerung oder sogar dem Tod bestraft wird. Feldwebel Gilbert Witschke. Gwint, Wimme Vivaldi betrügt. An alle Gwint-Spieler. Der Zwergenbankier Wimme Vivaldi ist ein Betrüger und Kartenzinker. Mit typischen Anderling-Tricks hat er mich besiegt und danach ohne Umschweife meine Karten verlangt, ohne mir die Gelegenheit eine Revanche zu geben. Wer gegen ihn antritt, ist selber schuld. Ein Wohlhabender. Achtung, Spukhaus und betrügerische Händler. An alle aufrechten Einwohner Novigrads, hört auf die Warnung eines loyalen Mitbürgers und macht keine Geschäfte mit dem Beutelschneider de Jonker. Seine Familie mag wohl aus angesehen und ehrenhaft gelten, doch er selbst ist ein Schwein und Betrüger. Er hat mir selbst einen guten Preis ein Haus verkauft, obgleich er wusste, dass es darin spukt. Man kann dort nicht wohnen, denn ein großer Geist quält jeden, der auch nur einen Fuß hineinsetzt. Einstweilen begnügt er sich mit Lärm und Streichen, doch wer weiß, zu welchen Übeltaten er noch imstande ist. Wer seine fünf Sinne beisammen hat, erhält sich von diesem Haus fern und macht mit der Junker keinerlei Geschäfte. Ja. Brief von Dudu. Ciri, wenn du diese Worte liest, hast du mein Rätsel gelöst, wozu ich dir vom Herzen gratuliere. Es bedeutet auch, dass du noch auf freiem Fuß und immer noch in Novigrad bist, was mir große Sorgen bereitet. Ich weiß nicht, was du auf der Tempelinsel getan hast, aber Menge ist außer sich vor Zorn und wird erst wieder zur Ruhe kommen, wenn er dich geschnappt, bei lebendigem Leib gehäutet und auf dem Scheiterhaufen verbrannt hat. Und da er nun seine scheinheiligen Hände an Dijkstras Schatz hat,
kann er genügend Männer anheuern, um jedes Haus der Stadt dreimal auf links zu drehen. Ich bin ein Doppler und ich kann mich daher verstecken. Aber du musst fliehen, solange du noch kannst. Dein Dudu. PS. Denke nicht mal dran, Rittersporn aus Mengesfängen befreien zu wollen. Es ist unmöglich. Aber so wie ich es in deinem Freund kenne, wird er sich wohl irgendwie da rauswinden. Zumindest hoffe ich das. PPS. Vergib mir, dass ich nicht schreibe, wo du mich finden kannst. Aber du musst fliehen. Schon vergessen? Militele schützt diejenigen, die sich vor sich selbst schützen.